Was macht denn noch mehr Spaß aus Mario 64? Ein Autounfall. Zugunglück. Ich drifte in eine falsche Richtung ab. Ich sage jetzt nichts mehr. Wer es kennt schon, ist demnächst zu kommen aus meinem Mund. Ich werfe einfach doch mal irgendwo hin. Solange auf der Plattform bleibt, ist eigentlich alles gut. Toll. Ja, aber nein, da wärst du gut gestanden. Oh, scheiße. Das ist ein Gewitz, ey. Also ich habe das Kind Mario 64 ja geliebt. Fand's auch total toll, wenn Mama und Papa mich verschlagen haben. Weiß nicht, da muss doch irgendeine masochistische Ader dahinter stecken, das Spiel zu mögen. Steht auch wieder komplett in der Mitte. Ah ja, das Knie, natürlich. Mhm. Ich will nicht, dass die Kamera reinzoomt. Hör doch auf, automatisch reinzoomen, du verficktes Drecksgame. Was soll denn das? Oh! Da hat sich sehr lange Zeit gelassen. Das könnte was werden. In einer halben Stunde, wenn wir mal einen bösen Schwung geholt haben. Double Suicide sah schon episch aus, not gonna lie. Ja, yeah, es ist... Ach, leck mich. Ich hasse dieses Spiel. Was ist denn das für ein Rotz? Das ist... Halt's Maul! Hör auf mit dem Scheiß jetzt. Das ist der Kerl eine Nervensäge. So, an die Bombe komme ich nicht mehr. Also werfe ich ihn irgendwo da hinten hin. Hä? Was hast du? Ah, Platz. Nein, natürlich nicht. Jetzt springen da, crash die Plattform nicht mal. Okay. Hast dich. Ein dreckiges Mistspiel. Du musst halt in den Rhein laufen dabei. Könnte. Hat gezählt. Okay, hat gezählt, hat gezählt. Alter, das war erst die erste Bombe. Ha! Natürlich war das erst die erste. Blauflammen? Okay, keine. Wo wollen wir ihn denn hinhaben? Dahin? Und dahin. Ja, okay. Ach, Mann. Ich hechte auf seinen Schweif. Ne, hält nicht. Warum denn auch? Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Das stimmt doch, oder? Hm. Unten links. Ja. Hm? Ja. Wumms, 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 wumms. Nein.
Ich muss da treffen. Alles andere ist zu weit weg. Wird dadurch irgendwie... Ne. Ne, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Was ist das? Muss ich nochmal drauf springen? Du hast gewonnen. Ich wollte mit meinen Truppen dieses Schloss erobern. Doch hast meine Pläne vereitelt. Der Frieden kehrt zurück in die Welten der Wandgemälde. Leider. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mein Ende abzuwarten. Ja! Dummer Huren. Meins. Da steht jetzt die Mütze wieder auf. Egal. Mir wurde... Hey, 101! 100, da! 101! Ich habe gerade einen Stern bekommen! Mach doch eine 101 draus! Kein schönes Spiel. Ne! Einmal und nie wieder. Oh, ich dachte immer so, geil, endlich mal Mario 64. Wolltest du schon immer mal spielen. Fanden alle immer so geil. Das ist doch Completion im Leben nicht. Ein riesen Wandgemälde drin. Er gibt sogar irgendwo Sinn. Wo versteckst du Peach? Also, verstecken. Ja. Kann ich das sagen? Stell dich nicht so an, wir haben das als Kinder geschafft. Hat mir scheißegal. Als Kind freust du dich auch über ein Spielzeugauto, das irgendwie 2,50 kostet. So, Kuchen! Gib Kuchen, Bitch! Hab ich gerettet! Mario! The power of the stars is restored to the castle. Toll. And it's all thanks to you. Toll. Thank you, Mario. Gib Kuchen. We have to do something special for you. Kuchen? Ist mir egal, gib Kuchen! Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. Wie, der muss erst noch gebacken werden. Toll. Das ist ein schönes Spiel. Mario. Ich verstehe, warum es so ikonisch ist. Es hat dasselbe Prinzip wie Pokémon. Du musst einfach so oft in diese Level rein, dass du irgendwann jede Ecke kennen musst. Genauso wie du einfach irgendwann den Namen von jedem scheiß Pokémon drauf hast, weil es dir einfach so oft begegnet. Speziell die Random Encounter im hohen Gras oder in Höhlen. Dass irgendjemand den Namen Zubat jemals vergisst, der irgendwann mal durch irgendeine Höhle in einem Pokémon-Spiel ist. Ja, Peach zum Gaslighten. Peach war ein Glasmuster. Das ist Backen schwer. Die hätte den ja vorher schon backen können und in den Kühlschrank stellen können, ja? Gut, dann wären wir in die Küche vom Schloss gegangen und den Kuchen gegessen und wären wieder gegangen. Das ist mir doch egal. Und dieses blöde Geisterlevel, ey. Das Level war auch sehr verwirrend. Das habe ich nicht verstanden. Es war mehr Glück dadurch. Den habe ich vorhin getötet. An den kann ich mich erinnern. Das war heute. So, Mist, ich hätte die Namen lesen müssen und was die machen. Kursdesign. Ja, das ist mir egal. Wer ist für die Kamera zuständig gewesen? Ja, noch mehr Designers. Das ist ein Streckendesign, ist okay. Sound. Ja, okay, das Sound Composer hat gute Arbeit gemacht. Sound war gut. Sound Effects, verdammt, war wahrscheinlich schon, ne? Kühlschrank ist auch ein Pilz voller Pinguine, 3D-Animatoren. Naja. Der Affe. Braucht seinen Stern selber. Warte mal, wieso ist der da oben jetzt? Das sollte der eigentlich nicht sein. Oder ist da oben noch ein Affe? Für mich da oben ist noch ein Affe.
Technical Support. Mhm. Wen habt ihr nicht unterstützt? 64 Project Staff. What? Der fragt nicht, warum der Kuchen nicht vorbereitet war. Mario was Peach, das ist mir egal. Da ist Martini, den kennt man ja. Dass die Alte einen an der Waffel hat, merkt man doch spätestens daran, dass in jedem einzelnen Raum ihres Schlosses nur Gemälde da sind. Ja, ja, ja. Producer Shigeru Miyamoto. Dann hast du mal besser geguckt, was deine Leute so machen. Denn dieser blöde Schneemann. Ja, tschüss. Tschüss. Auf ein Mal wiedersehen. Bye, bye. Da ist der Pisser. Der zu blöd für alles ist. Scheiß Lucky Du. Ekelhafter Spacken. Kuchen. Thank you so much for playing my game. Jetzt Schneemann bauen. Ja, gleich. Ja, aber doch, Mama. Was war das Miyamoto von Videogames? Nichts, sage ich euch. So ein Dingster. Hallo? Also, nee. Drücke Tasten. Drücke Start. Das ist jetzt so ein Spiel, wo man eigentlich auf den Reset-Button drücken müsste? Ja, the end. Aber Menü. Für irgendwas. Ich kann nur halt das hier. Sonst weg zur Titelauswahl. Fuck. Ja, ja. Hä? It's me, Mario. Yeah, it's you, Mario. Hallo. Ach, und deswegen zählt der Stern jetzt auch nicht, ne? Ach, das leckt mich doch. Da habe ich ja wieder nur 4 Leben. Das wurde also nicht gespeichert. Oh, ist das ein Scheißspiel. Ernsthaft? Das ist ein Kack, ey. Kann man das unendlich oft machen. So, also. Nee, Mann. Los, Chat. Macht, was ihr am liebsten tut. Spoilt die Scheiße raus. Was muss man machen? Jetzt dürft ihr raushauen. Jetzt sind wir durch. Was muss ich tun? Nehmen wir den 3, 2, 1. Ja? Bist du nicht? Jetzt dürft ihr spoilen. Jetzt dürft ihr alles raushauen. Ihr habt das Spiel durchgespielt. Ach, Dave, wenn du gleich das Geheimnis hinter dem Schneemann und dem Affenkäfig erfährst, wird ausrasten, I know. Ja. Los, tell me. Also ja, bei dem Affending oben ist anscheinend noch ein Affe, den ich nie gesehen habe. Bin sehr gespannt, was es hier mit dem Schneemann auf sich hat. Ich glaube, da rührt kein Wort. Der weiß es auch nicht. Werden wir alles sehen. Du rutschst vor der Kugel her und nicht hinter dem Kopf. Habe ich versucht. Kann ich nicht. Bin ich nicht fähig zu. Warte. Körper losschicken. Dann unten so hinter den Kopf stellen, dass der Körper diesen umrollt. Was? Der Körper rollt auf dich zu, ja. Das habe ich nie geschafft. Ich hab's eh verkackt. Mir einfach runter. Wo bin ich denn? Da. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, vor der Kugel herzurollen, hat sie mich einfach immer zerlegt. Also, ich hab's ja immer versucht. Ach, leck mich. Halt dein Maul, dein Pinguinkind ist mir scheißegal. Pass besser auf deine Kinder auf, wie du es Jugendamt dann. Gut hackt. Das habe ich jedes Mal versucht, vor ihm herzubauen. Aber weil ich einfach das Rutschen nicht steuern kann. So. Ich versuche, vor der Kugel zu sein. Zack.
verkackt. Und so lief es doch jedes Mal, deswegen. So, warte. Naja, das Spiel ist so dämlich. Verpiss dich. Jetzt bin ich das erste Mal darüber gesprungen. Naja, schön. Das Lutschverhalten ist eh so für einen Adler. Deswegen habe ich doch für die ganzen Lutschdinge immer 100 Versuche gebraucht. Wie oft habe ich gebraucht, um überhaupt einmal diesen Lutschkurs abzuschließen? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Dann bestimmt 10, 15 Versuche. Scheißegal. Fickspiel. Mama mia. Ich hasse die Steuerung von dem Spiel einfach so sehr. Halt dein Maul jetzt, mach hinne. Ich bin einfach nur schlechte Laune von dem Spiel. Ja, wieder habe ich es halt ausgehalten. 4 Stunden. Naja. Leck mich. Schließ die Kugel immer von rechts an. Ich spreche sie nicht an, er macht das automatisch. Ich drücke keine Taste. Das passiert automatisch, wenn ich in die Nähe von dem Ding gehe. Ich will ihn noch nicht mal ansprechen. Wenn ich mich von hinten näher, passiert das übrigens auch. Das hatten wir nämlich auch schon. So, wenn ich dahin will, guck, dann geht er jetzt automatisch los. Dann habe ich automatisch einen Nachteil schon. Das passiert automatisch, ich kann das nicht steuern. Wenn ich könnte, würde ich vor der Kugel stehen. Mama mia. Gib mir keine Tipps, die ich selber weiß. Geh unten rum. Dann rutsch ich. Komm ich da nicht mehr hoch. Deswegen skippe ich wohl, sobald ich vorbei bin. Ich komme hier nicht mehr hoch. Er fängt an zu rutschen. Ja, okay, wir wissen, wie es geht. Nächstes Level. Kein Bock mehr. Weck mich jetzt schon wieder auf. Schaffe ich einfach nicht. Dann komm einmal, dann wird doch eh nur leben. Dem Affen wird sonst nichts. Mir ist scheißegal, ob ich es schaffe oder nicht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ist Quatsch. Ist dumm. So, hopp. Jetzt ist es. So, jetzt bin ich vor dem Ding. Und? So, Bonk. Was für ein Scheißspiel. Halt's Maul, es ist mir scheißegal, was du sagst. Es interessiert mich wirklich nicht. Naja, boah, ein Schneemann, bla bla bla. Alter Maul, jetzt lass mich. Muss ich ja nochmal sterben, dass ich wieder auf 4 Leben komme. Weißt du? Es war jetzt nicht geplant, dass ich das schaffe. Mann. Game over. Du hast ein Schneemann gebaut. Ich bin jetzt komplett. Was Affe war. Ach ja. Dingsbums. Dach. Das groß-kleine Level ist übrigens immer noch das beschissenste von allen. Das hat am wenigsten Spaß gemacht. Das Gulliver Gumba Dingsbums. Das war kacke. Das war wirklich beschissen. Affenkäfig ist auch so. Was wirst du lieben? Mhm. Ah, halt, was ist hier? Ach komm. So. Ich nehme die extra Leben mit, damit man nicht 100 Mal laufen muss, wenn ich runterfalle. Was ist, wenn ich dir sage,
Genau, was der Bot dann sagt. Lass mich da erstmal hochkommen. Lass mich hier zwei abgeben. Ja, das habe ich doch gerade eben schon gesehen, dass da oben ein Affe ist. In den Credits. Deswegen oben muss ja noch ein Affe sein. Ich habe nie einen Affen hochgebracht. Und im Endeffekt ist die Kamera ja so rumgefahren durch die Level, wie sie jetzt sind. Deswegen waren die Sterne ja auch nicht mehr da. Ich denke, das war jetzt meine Annahme, der den Credits. Und die Frage, was der obere Affe dann macht. Aber habe ich den nicht gesehen vorher. Wir waren ja vorhin mal fast oben. Na, das ist eigentlich ein cooles Level. Das hat echt Spaß gemacht sogar. Bis auf euch, blöde Mistmaulwurf-Viecher. Der da hat mich nie erwischt. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Boing. Ich hätte einfach wahrscheinlich so rübergleiten können, ne? Ja. Oh Gott, 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 oh Gott. Jetzt bin ich echt gespannt, wo der andere Affe hockt. Aber dass ich als allererstes da diese Fake-Wall gefunden habe, im ersten Durchgang von dem Level, war auch gut. Tschüss. Ja, kletter einfach den Berg hoch, hä? Ja? Du hast eine Fake-Wall, lass uns mal dahin gehen. Oh, guck mal, Super Secret Special Stern, keine Ahnung, whatever. Was soll das denn jetzt? Kamera. Deswegen ist der Affe auch so laut, wenn man hier entlang geht, ne? Hör auf, dich zu drehen! Warum? Switcht er schon wieder, ey, der... Nee, genau, nicht von der, an der Kante. Das soll es eben nicht sein. Ah, lass mich bloß los. War doch nur Spaß. Das war kein Humor, was? Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Okay. Hä? Das ist zu ihm, oder was? Hey Baby, komm schon, wo bleibst du denn so lange? Ah. Wo? Wo? Da haben wir straight runter, oder? Goddammit. Der ist ja super einfach. Und was mache ich? Ich habe versucht, den Affen hochzutragen. Oh, das ist nämlich... Oh Gott. So. Fehlt noch irgendwo einer? Ne, ja, so sind die einzigen zwei. So. Geheime Sterne. Fehlen jetzt noch, warte mal, 15 Level, so 13. 5 geheime Sterne müssten fehlen. Wisst ihr die denn zufällig? Bei meinem Stuhl gebissen, glaube ich dir. Geheime und 100, 100 Münzen sind egal. Die geheimen interessieren mich noch. Deswegen 15 Level sind es, 2 Hunderte haben wir, also fehlen 13 100 Sternmünzen. Das heißt, dann wären wir bei 115. Also fehlen 5. Wieso 5? Habe ich gerade vorgerechnet, Lenz. Also fehlen 5 Geheime. Ah ja, passt.
Ja, rechnen kann ich noch. Deswegen, sagt Mama. Die beiden Rutschen haben ja Sterne für eine Bestzeit. Wie für eine Bestzeit? Was für Rutschen? Ich erinnere mich an Rutschen. Aber ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, was ich verdrängt habe. Die Bestzeit. Hat er einen Stern bekommen am Ende? Waren beide Rutschen? War doch nur bei einer Rutsche ein Timer. Es hatte nur eine Rutsche einen Timer. Deswegen wieso beide rutschen. Eine ist in Peachs Raum und gegenüber der Regenbogenfahrt. Ja, aber die hatte keinen Timer. So, warte mal. Eingangsbereich oben rechts. Was ist denn für ein Raum? Ja, die hat einen Timer, genau. Come on. Pump. Also ich meine zumindest, das ist die war mit dem Timer. Genau, da kommt der Timer. Ja, welche Zeit muss ich denn schlagen? Damit ich überhaupt weiß, ob es sich lohnt, ob ich knapp dran bin oder nicht. Ich habe meinen Mann abbekommen. Oh Gott. Alter, das war jetzt schon perfekt gefahren eigentlich, oder? Ja, da ist ein Stern jetzt, so. Schneller! Wie soll ich denn noch schneller? Da war jetzt fehlerfrei gefahren und die ganze Zeit auf Fullspeed. Schneller geht nicht. Unter 20. Will ich verarschen? Wie soll man denn die Strecke in unter 20 machen? Ich habe permanent Fullspeed. Wieso bin ich jetzt in dem Erdgeschoss? Weiß ich mich doch da raus, wo ich rein bin. Was ist das denn? Mach einen Weitsprung in die Rutsche. Jetzt kommen diese Cheater-Taktiken hier wieder raus, ey. Das hat schon mal nicht funktioniert. Gott. Psst. 0,1 schneller. Noch ein Swerbs. Noch Zeitstern. Mann! Hör jetzt auf. Hör auf jetzt. Ziehst du durch? Ja, ja, nee. Machen noch zwei Versuche und dann gehen wir einfach zum nächsten. Ah, was ist das? So, jetzt war mit Weitsprung gestartet. Das gibt einen. Ja, 20,8. Nee. Also unter 21. Nicht unter 20. 20 ist... hatten wir sonst noch 100 Münzsterne? Nee, nee, also gibt's ja gar nicht. Gut. Nächster. Der ist ja noch okay gewesen. Weiß ich, wäre zu krass gewesen. Wie mache ich die Kanone da draußen auf? Muss ich dafür alle haben? Alle Sterne? Die würde ich noch gerne wissen. Rote Münzen in den Bowser-Leveln. Oh, true. Ja, nee. Die Kanone ist für alle. Dann keine Kanone. Sad. Die rote Münze in den Bowser-Leveln. Genau. Das ist noch was. So, dann die andere Strecke, meinte. Die Strecke ganz oben. Ich dachte,
nicht mehr an die erinnern. Ich weiß, dass ich gefahren bin. Aber... Also... Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist aber keine Strecke. Aber das fehlt. Ich sehe halt... Gott! Was ist denn das? Ich sehe schon, ob ich die nicht gemacht habe. Ja, ja. Nee. Das wären dann aber die letzten Sterne, richtig? Warte mal. Habe ich nicht in einem Bowser Level 8 Dinge? Finde die Bob-Bombe. Ja, nee. In einem Bowser Level habe ich aber die 8 Sterne, die 8 Münzen gemacht. Im ersten. Glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht und ich will es nicht nachgucken, ist es egal. 17 fehlen noch 13 Münzsterne, 3 rote Münzen bei Bowser und das hier. Hast du auch. Hast du denn auch die 8 roten Münzen bei den 3 Kappen? Bei 2 auf jeden Fall. Bei der roten auf jeden Fall. Und bei der mit dem Gitter. Die hier im Schlosshof. Die da. Na komm. Boing, boing. Die habe ich. Genau, hier habe ich sie auch. Ich habe aber komplett vergessen, wo die andere Kappe ist. Oh doch, nee, die habe ich, die andere. Die war in dem, wo zum Beispiel auch Nessie ist und dieser Gift, das Giftlabyrinth. Ja, ja, die habe ich. Da habe ich sie auch gemacht. Genau, das war die einen schwerer macht. Und da konnte man nämlich die 8 unter Wasser dann... Ja, ja, die habe ich. Also was fehlt dann? 13 Münzen, 3 rote Münzen bei Bowser und was hier? Was war das hier? Bleib's doch ganz aus, damit man den Text auch komplett hat. War zwar vor einer Minute, ich habe es aber vergessen. Mit der Wolke. Ach so, ganz oben. Ja, okay. Ja, damit kann ich leben. So.